Gute und herzlich willkommen zum Aussehen, Umpflanzen, Pikieren und was man im Metz so macht. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute will ich euch kurz und knackig, wenn es klappt, zeigen, was ich so im Innenbereich im Metz bei mir mache. Alla hopp, es geht klar los. Gestern Abend habe ich es endlich mal geschafft, einmal Tomate auszusehen. Es sind dieses Jahr so 31 Sorte zu je 2 Würfel. Was für Würfel? Ich presse ja seit letztem Jahr mit so einer Erdtopfpresse da meine Aussaaterde zu so kleinen Würfel und sehe dann dort drin aus. Was ist das für Substrat? Also das ist so stinknormale Ortszuchterde und mittlerweile nehme ich dazu zum Beimischen, dass es ein bisschen lockerer wird, Fibotham. Das ist ähnlich wie Perlit. Nur finde ich, dass das dunkle Fibotham in der Erde schöner aussieht. Ist ähnlich, also das ist ein Tongranulat, nimmt man eigentlich zum Streuen im Winter, kann man aber auch in der Boden geben zur Auflockerung. Ich finde einfach, es sieht ein bisschen schöner aus im Substrat als das weiße Perlit, das hier aussieht wie Styropor. Ist es zwar nicht, aber sieht so aus. Ja, Tomate habe ich wieder einige interessante Sorte dieses Jahr dabei. Da hat man der Charlie hat man mal aus Thailand Saatgut mitgebracht. Die habe ich beide ausgesät. Ihr müsst immer neu gucken, wenn ich sehe, was in Deutschland so Saatgut-Päckel kostet und in Thailand kostet ein Bruchteil. Guckt euch das immer an, es ist 100-fache drin an Saatgut. Wahnsinn, ne? In den Plastikdinger ist es natürlich wegen feuchtem Klima in Thailand eingeschweißt. Das geht wahrscheinlich nicht anders. Was habe ich noch dabei? Die Blush Tiger habe ich wieder dabei. Verschiedene Cocktailtomate. Natürlich von meinem Spezi Henry. Henrys Beste. Was gibt's noch? Natürlich die glorreiche Ananas und Cherry Prinz vom Florigotti. San Marzano habe ich wieder dabei. Die Winfriede Tomate. Die war ja von der Vorbesitzerin von unserem Haus. Wild im Garten. Da habe ich mir Saatgut genommen und werde die als kleines Ordenke weiter kultivieren. Dann habe ich dieses Jahr auch noch die RAF dabei. Die wollte ich ja letztes Jahr schon aussehen, habe es irgendwie verrafft, deswegen ist die dieses Jahr noch dabei. Mein feiger Freund Andreas hat mir noch die Tiny Tim zugeschickt. Topftomate, naja, habe ich noch nie gehört, probiere ich auch aus. Ich habe noch einen kleinen Tipp zu der Erdpresse. Absolut geiles Gerät, wenn man ein bisschen Übung mit hat. Wenn er die noch jedem Pressgang immer ins Wasser taucht, klappt es wesentlich besser, dass ich die Würfel vom Metall löse. Dahin habe ich noch 2 von meinen überwinterten Physalis stehen. Den Keldo, den überwinter ich jetzt schon im 2. Jahr und wie ihr seht, funktioniert einwandfrei. Der war jetzt relativ kühl und dunkel gestanden. Und da habe ich jetzt noch eine Pflanze, die ich im 1. Jahr überwintert, die war unerkunstlich gestanden. Halt in einem kleinen Topf, aber die guckt euch an. Also Kunstlicht hat gut funktioniert und die wächst auch kräftig. Und man kann schon langsam ganz kleine Blüte aussetzen, ob ich sehe. Also die wird dann zeitig Früchte aussetzen, wenn sie wieder draußen ist. Hier hinten, da ist so meine Pikier- und Umtopfstation. Habe ich so verschiedene Töpfchen. Habe ich zum Beispiel dort die Stecklingstöpfe, wenn ich so Steckling vermehre, das mache ich dort drin. Die sind schön tief, sind ungefähr 20 cm. Also man kann richtig viel Stecklingsmaterial reinstecken, das funktioniert richtig gut. Falls es der eine oder andere interessiert, verlinke ich euch das alles unten drunter. Dann habe ich noch so Vierkanttöpfe in verschiedene Größe, da wenn dann die Salate, Chilis, was auch immer, umpikiert. Oder halt, wenn es jetzt so wie bei der Tomate im Presswürfel ist, wird dann der ganze Würfel einfach mit da eingetopft. Ja, da bin ich gerade bei, Kopfsalat umzupikieren. Ich bestelle meinen Kram meistens im Garten-Gemüse-Kiosk. Bin ich super zufrieden mit der Qualität vom Saatgut. Pikieren, naja, ist ja kein Hexenwerk. Ihr holt euch einfach ein Pflänzchen raus, dann macht er mit dem Pikierstab in der Mitte vom Töpfchen ein Loch neu, setzt die Pflanze ein bisschen tiefer ein, festgedrückt und dann natürlich einfach angegossen. Ist kein Hexenwerk. Ja, da hinter mir ist mein ganzes Saatgutlager, was ich da alles so habe. Dieses Jahr habe ich auch Erdnis wieder ausgesät und dann habe ich da von meiner Kalebasse das Saatgut selber entnommen. Das ist doch so ein Ding, so ein Flaschenkürbis. Bin mal gespannt, ob das dieses Jahr auch wieder so klappt wie letztes Jahr. Also 3 Stück sind was geworden. Muss ich mal gucken, wie ich das innen gescheit sauber kriege, dass ich das dann als
Äppler-Trinkflasche nutzen kann. Ja, was habe ich noch so ausgesät jetzt? Ich gucke immer auf dem Aussaatkalender vom Garten-Gemüse-Kiosk, habe ich jetzt dann zum Beispiel auch der Sommerporre jetzt ausgesät. Und natürlich auch vieles draus, aber wenn ich nachgucke, heute rät's, gehen wir mal weiter in die nächste Räumlichkeiten. Da heute Nacht bei uns Frostaugsaat war, habe ich natürlich die getopfte Feige, so wie du die Nikelski, die schon massig Blühfeige rausschiebt, wieder eingeräumt, weil wenn es jetzt einmal Frosch gibt, ist da der Grünaustrieb leider im Arsch. Ich bin jetzt da im nächsten Pflanzenzimmer. Meine Frau sagt immer, du wirst bald alles mit deiner Pflanze in Beschlag genommen haben. Ganz so schlimm ist es nicht. Wir haben genug Platz. Was steht da auf? Guckt euch an. Da hier habe ich zum Beispiel Kiwi-Stecklinge von der Kiwi Jenny. Wenn er da hinten guckt, da habe ich jetzt zum Beispiel eine schwarze Kesche auf Vogelkesche aus dem Wald veredelt. Die fängt jetzt auch langsam an, aber auszutreiben, also es wird grün. Schaut so aus, als ob die Veredelung funktioniert hat. Wie genau ich das veredelt habe, das seht ihr im nächsten Teil von Obstbäume für alle, wenn es dann ums Veredeln geht. Aber ich zeige euch noch ein paar anderen abgefahrene Sachen, die ich probiert habe. Wenn ihr da hinten nämlich guckt, da habe ich zum Beispiel versucht, ein Logwat, eine japanische Wollmispel, auf eine Quitte C-Unterlage zu veredeln. Also wenn ihr im Internet ein bisschen rumgoogelt, das scheint zu funktionieren. Ich bin gespannt. Wenn ihr zum Beispiel da guckt, die Nashi Julia, die treibt auch aus. Das hat also auch funktioniert. Letztes Jahr habe ich ja den Versuch gestartet, eine eigene Kartoffelsorte zu züchten. Wer das Kartoffelvideo dazu noch nicht gesehen hat, ich verlinke es euch da oben in der Ecke. Könnt ihr euch mal angucken. Da habe ich jetzt auch dieses Jahr schon von der Kartoffel einfach mal jeweils eine getopft, um zu sehen, wie sie keimen und austreiben. Habe natürlich aber auch traditionell die Kartoffel zum Vorkeimen im anderen Pflanzenzimmer am Fenster stellen. Was habe ich da noch Feines, was ich echt zeigen kann? Zum Beispiel da hinten habe ich die Maulbeere Rubra auf einer von meinen selbstgezogenen Sämlingen veredelt. Dann natürlich wie immer ganz viele Feigen. Da hinten ist zum Beispiel ein Pomelo-Sämling. Der hat sich jetzt über den Winter gut gemacht. Da ist einer von meinen Schlafbaum-Sämlingen vom letzten Jahr. Dachte eigentlich, die sind eingegangen, weil die haben quasi so die ganze echt da über Winter verloren. Ich dachte, der gern kaputt. Aber die treibe jetzt kräftig wieder aus. Ja, da sind noch meine Cash-Veredelung, die Super-Cache von meiner Godi Gabi. Dann da eine Dotato-Feige. Was haben wir noch? Nashi Julia. Die Nashi Kosumi auch auf Quitte C veredelt. Da hin in der Ecke Calamondin. Dann mehrere verschiedene Feigesorte. Da haben wir Bitterorange, die Poncitrus Trifoliata. Wieder ein Schlafbaum, Kartoffel, selber gezogene Zitrone. Also ihr seht, ich habe außer Feige noch einen Exode, zum Beispiel schon gräsere Kaffeepflanze. Wenn ihr Bock habt, kann ich auch mal ein Video machen über meine Exode. Schreibt mir es doch gern unten in die Kommentare. Ja, da hier sind mehrere verschiedene Feigestecklinge. Da habe ich so zum Beispiel die Hardy Hardberg. Ja, und auch wenn ihr guckt, da von Ken Esche Steinobst aus der Serie Obstbäume für alle, da kommen auch jetzt schon die Äste von Anjas Gartenreich, habe ich die geschickt gekriegt. Das ist der DDR-Pfirsich, da gucke ich schon die Äste zwei raus. Die habe ich hierhin im Kühlschrank stratifiziert und dann ausgepflanzt, habe aber heute Morgen bei meiner morgendlichen Gartenrunde gesehen, dass auch von denen, die draus gestanden waren, schon am Austreiben sind. Da hier in der Abstellkammer am Fenster, da stehen jetzt schon die Kartoffel zum Vorkeimen. Da habe ich dieses Jahr die Larat, die hatte ich letztes Jahr auch, die fand ich richtig geil. Dann neu habe ich die Annabelle, die Birgit. Dann habe ich natürlich wieder dabei die rote Emmerli. Die hat ja im Pflanzsack super funktioniert. Und da sind quasi meine selber gezüchtete Saatkartoffel. Ja, was heißt selber gezüchtet? Das Video habe ich echt vorhin schon in die Infokarte aufgesetzt. Ich habe quasi aus den grünen Bobbelchen, die oben an der Kartoffelblüte wachsen, die Samen rausgeholt, habe die ausgesät, sind dann quasi von meiner Kartoffelsorte auf der Wiese, kreuzbefruchtet, also was Neues und bin gespannt, was da mal irgendwann dabei rauskommt. Also ist auf jeden Fall sau spannend und ich hätte mich schon gefreut, dass da überhaupt Kartoffeln drauf waren und ich freue mich auch riesig drüber, wenn dann dies Jahr die Ernte aussteht. Ich stehe jetzt quasi da im Herzstück meiner Ortszucht, bei mir im Heizraum, in meinem Ortszuchtraum. Das Video, wie ich es gebaut habe, die meisten, wenn es gesehen haben, aber ich hänge es echt da oben noch mal in die Infokarte. Da habe ich auch erklärt, was ich dahin für Lichter benutze, wie sie gesteuert sind und ein bisschen was zu den Stromkosten habe ich euch erläutert. Wer es noch nicht gesehen hat,
gibt es echt auch. Jetzt will ich aber gar nicht lange über die Stromkosten und die Beleuchtung rumbabbeln. Wir gucken jetzt einfach mal durch, was so dahin alles wächst. Als erstes gucken wir mal in meinen Ortszugschrank rein. Also, wenn ich da die Tür aufmache, da geht mir jedes Mal das Herz auf, wenn ich die ganze Feigestecklinge sehe. Oh, ich muss die Tomate auch noch neu stellen, weil drüben im Gartenzimmer werden die nicht keimen. Darf ich nicht vergessen. Also, da guckt es echt an, die Feige, wie die wurzelt, wahnsinnig. Die steht auch in 3 Teile Fibotherm mit einem Teil Ortszuchterde. Also, das funktioniert echt prima. Dann, wenn er da oben guckt, alles voll mit Feigen. Also, manche Feigesorte, die gehen teilweise ab. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell da manche Dinger wurzeln. Natürlich ist dann halt auch wieder die er oder Anna, also mal dabei, die sich verdammt lang Zeit lässt, wo ich schon denke, das wird eh nichts mehr. Aber auch die werden oft noch was. Also, nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Mit der ganzen Gärtnergeschichte habe ich schon gelernt, Geduld ist eine Tugend. Naja, da sind leider die Stecklinge von meiner Hardy Chicago. Vielleicht hat es der eine auf Facebook oder Instagram gesehen. Die hat mir leider wieder scheiß Wildmaus am Hausgarten zerfressen, wie eine Baunestange. Und die habe ich jetzt da in Stecklinge zerlegt und bewurzel die gerade wieder. Naja, muss man das Beste draus machen. Sind dann wieder 10 neue Pflanzen oder so. Also, da haben wir alles voll mit Feigen. Was haben wir da? Ach, schau da noch, Feigen. Ja, da unten ist jetzt wieder Gemüseaussaat. Da ist zum Beispiel die Ananastomate in größerer Stückzahl ausgesät. Die hat mir der Flo Rigotti zugeschickt. Dann habe ich da Presswürfel drin. Da sind teilweise noch Paprika, Szechuan-Pfeffer und so ein anderen Grams drin. Ja, da unten sind so ein paar von meinen, ich sage mal, Pins-Kandidaten, die nicht wurzeln wollen. Die habe ich direkt in das Ding über der Heizlüfter gestellt. Vielleicht war es denn ganz oben einfach noch zu kalt zum Wurzeln. Schauen wir mal, ob die irgendwann noch die Wurzeln rausstrecke im Becher. So, das war der Schrank. Nachher kommen die Tomaten noch rein. Da habe ich meine Granatapfelsämlinge. Da wird es dem nächsten Video dazu geben. Da, die erste Erdnuss geht auf. Dahinter an der kleinen Ananaskäse kommen die erste Blüte. Hab leider auch ein bisschen mittelschweres Problem mit einer verkackten Trauermücke und mit den Blattläusen. Ich weiß gar nicht, wie die Blattläuse herkommen. Ich habe die Erde sterilisiert und die Blattläuse sind wieder reingeflogen oder habe es überlebt. Ich weiß es nicht. Spätestens wenn die Pflanze jetzt als Naus kommen, da habe ich jetzt schon vor 2 Tagen mit angefangen, hoffe ich, dass die Nützlinge kommen und die Dinger wegfresse. Ja, guck da, der eine oder andere, der sich ein bisschen mit Feige auskennt, das sind die Feigesamen aus China. Da werde ich noch ein kleines Video dazu machen, also das kennt ihr echt sparen, in China Feigesamen bestellen. Ja, da hier Pimentos de Patron, dann da die Ravit, mein Lieblingschili. Da Hunde sind die ein bisschen gräsere. Da stehen dann ein paar Rocottos zwischendrin, da sind wieder Ananaskirsche. Was kennt der Fehle? Die ist so richtig hellgelb und man sieht die Blattadern so arg. Braucht die Stickstoff oder was brauchst du? Ich weiß es leider nicht genau. Wenn es einer von euch weiß, gern unten drunter in die Kommentare schreiben. Da hier ist ein Basilikum-Steckling, den habe ich im Herbst einfach geschnitten und neu gestopft. Das hat auch funktioniert. Also irgendwie habe ich das Gefühl, also Stecklinge kann ich. Ja, da habe ich noch Janta. Sieht genauso aus wie Ananaskirsche. Wird sowas in die Richtung sein. Ja, wenn er da hier guckt, ist schon der erste Nützling scheinbar da reingekommen. Habe ich einen kleinen Marienkäfer an der überwinterte Pepinos. Muss ich da hin auch die Gelbstiger wegmachen. Wenn wir da hin weiter gucken, habe ich da schon massig Jungfeigen in richtiges Substrat umgetopft. Da hinten sind ein paar Sämlingsfeige. Und da hinten die überwinterte Rocotto Marlene. Die musste ich ein bisschen stutzen. Die hat eine Haufe Blattläuse gehabt, ist aber wieder richtig kräftig gut ausgetrieben. Ja, neben dran habe ich dann schon einen Teil von meiner ganzen Paprika-Sämlinge, da sind noch ein paar Ravi-Chilis und nebendran die Pimentos de Padron. Leider hängen auch die voll mit Blattläus. Das sind Feige-Sämlinge aus afghanischer Feige. Da hinten sind Feige-Sämlinge aus chinesischer Feige. Die hat mir ein Kumpel aus China mitgebracht, aber geängst, ist schon ein bisschen länger her. Ja, da hier auf dem Pufferspeicher. Da ziehe ich Süßkartoffelstecklinge vor, die ich dann bewurzelt werde und natürlich auch wieder da feige Stecklinge. Guckt euch das mal an, wie die bewurzelt. Also das Topice, so heißt es nicht. Interne Witz in der Feige-Facebook-Gruppe. Wenn ihr da oben guckt, da sind eigentlich nur Feige. Ich spiele viel rum mit verschiedenen Bewurzelungsmethoden, weil ich einfach die best ultimativ Bewurzelungsmethode rausfinden will. Da habe ich dann da zum Beispiel Tobis Michelstadt-Feige. Die bewurzel ich im Wasser. Meines Erachtens noch ist es die platzsparendste Bewurzelungsmethode, weil in so einem Hafe
bringt der Haufen Steckling rein. Nachteil ist, es sind Wasserwurzeln, die nochmal einen gewaltigen Schock kriegen, wenn die Feige ins Substrat umgetopft wird. Was auch sehr gut funktioniert, ist dort die Bewurzelung im Moos. Das ist ein Feigesteckling vom Volgersheiner Brunswick. Den habe ich einfach ins Moos gepackt, in die Tüte rein. Und wenn er da guckt, an der Außenkante von der Tüte, seht ihr schon kräftig Wurzeln. Also die Bewurzelung im Moos funktioniert recht gut. Aber wie ich immer sage, 50 verschiedene Kerle bewurzeln Feige, 50 Stück machen es anders. Ihr müsst für euch die ultimative Bewurzelungsmethode selber herausfinden. Da kann euch keiner helfen. Alles voll mit Feige, Feige, Feige. Ihr werdet sagen, Alter, du bist schnarrig, so viel Feige. Aber eigentlich sind die ja für echt gewesen. Ich habe massig vorgezogen fürs Garde-YouTuber-Treffen im Mai in Erfstadt. Aber ich gehe davon aus, mit der momentanen Situation, dass das leider ausfallen wird, muss ich mal gucken, was ich dann mit den ganzen Feigen mache oder wie die vielleicht irgendwann zu echt kommen. Ah, der Hunde habe ich zum Beispiel eine Feige. Das ist auch Tobis Michelstadt. Die hat nach der Bewurzelung alle Blätter abgeworfen. Ich habe gedacht, die ist irgendwie hier oder hat sonst irgendeine Malaria. Die habe ich dann einfach in frisches Substrat gesetzt, habe sie mäßig gegossen, so gut wie gar nicht. Und siehe da, die treibt auch wieder over aus. Du musst den Steckling, dann hat man mal irgendwann die Mutter, also ganz kleines Ding, aus dem Urlaub mitgebracht. Habe da einfach in die Erde gesteckt, hat bewurzelt. Natürlich habe ich da auch viele unbekannte Feige, die zum Beispiel wächst bei mir in der Nähe von der Werkstatt. Die habe ich schon bestimmt 100 Mal beim Vorbeifahren gesehen und bin vor ein paar Wochen mal angehalten. Hab gefragt, ob ich von der Feige einen Steckling haben kann. Und dann hat der Kelch gesagt, ajo, schneide eine ab. War eh noch nie was dran gehangen. Und der Schwiegervater hat es als Avocado gekauft. Ich so, das probiere ich einfach mal aus. Feige ist es auf jeden Fall, sieht man an den Blättern. Und ob irgendwann mal was dran hängt, vielleicht auch nicht. Die Zukunft wird es zeigen. Das war's mit meinem kleinen Rundgang durch unseren Keller. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen die Langeweile und die Zeit vertreiben. Wenn ja, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du es gerne machen. Kostet auch nichts. In diesem Sinne, bleibt gesund, haut rein, bis zum nächsten Mal. Auch vom Feigetreffen, guckt euch an, die viele Stecklinge, alles verschiedene Sorte. Wahnsinn.